Schreckliches Rennen für die Junioren. Junioren-Buggy-Rennen noch einmal hier mit den beiden Fahrzeugen von den Vorgängern auf der Kampfschutzreihe Dennis Albrecht und Schmalz, und dass hier nochmal einen super Start abgelegt haben und die Führung übernommen haben. Das letzte Rennen in dieser Klasse. Danach auch hier Siegerehrung, Doppelführung für das Team Vorland. Platz 1 und 2. Sie führen das Feld an. Die Startnummer 230 ist vorne. Dennis Albrecht auf Platz 1 unterwegs. Das Kollege geht noch einmal innen vorbei. Den 20 übernimmt die Führung, Doppelführung für das Team Vorland in Hexenkessel von Grimmen. Der absolute Wahnsinn am heutigen Tage. Es geht hier noch einmal um Punkte. Und das Team Vorland mit der Startnummer 192 mit dem Schalz weiter auf Platz 1 unterwegs. Der zweite Platz angenommen vom Teamkollegen Dennis Albrecht. Dann geht es hier nochmal Team und Jan das Duell zu gewinnen und die entsprechenden Punkte mitzunehmen. Sie kämpfen hier noch einmal, die Junioren, die Nachwuchsfahrer der Buggy-Klasse, machen noch einmal Vollgas und auf dem dritten Platz immer noch mit dabei die Startnummer 69, Ivo ist das. Auf Platz Nummer 3 ist noch eine letzte Runde eingeläutet. Auf die 371 jetzt hier in der letzten Runde MSC Garage mit drinne. Es ist absolute Spannung. Wer gewinnt diese Klasse? Die Vorländer auf jeden Fall noch einmal mit einem Doppelsieg hier am letzten Rennen. Die Startnummer